Mal bei dir zu Besuch sind, Mauli. Ja, ich freue mich auch, dass ihr bei mir übernachtet. Und auf deiner Luftmatratze ist es auch richtig toll bequem. Ja, das wackelt so lustig. Gute Nacht, Jan und Henry. Gute Nacht, Mauli. Alle Augen zugemacht, wir schlafen jetzt die ganze Nacht. Henry! Was ist denn? Da ist ein Geräusch. Ich glaube, das kommt von Mauli. Hey, was macht ihr denn? Mauli, da ist ein Geräusch, das wir nicht kennen. Was? Das kenne ich auch nicht. Das ist ein Gespenst. Ein Gespenst? Ach, der Jan kommt immer auf so schräge Ideen, Mauli. Hier drin ist doch gar kein Gespenst zu sehen. Ja, es ist natürlich unsichtbar. Das klingt logisch. Unsinn. Das hört sich an wie Luft. Ja, das Gespenst bläst gerade Luftballons auf. Auf eine große Gespensterparty. Und warum ausgerechnet bei mir? Na, bei dir ist halt schön viel Platz. Das leuchtet ein. Aber sag mal, warum werdet ihr zwei eigentlich immer größer? Wir? Wir sind so groß wie immer. Aber du wirst immer kleiner. Was? Ich werde kleiner? Oh nein, bestimmt hat das Gespenst mich klein gezaubert. Also ihr seid mir vielleicht zwei Eierköpfe. Es gibt für alles eine ganz einfache und natürliche... Schnell, Mauli, wir haben jetzt keine Zeit zu plaudern. Wir müssen uns verstecken. Wir müssen hier unter der Luftmatratze. Mauli, hör auf, mir ins Gesicht zu pusten. Ich? Was? Was lachst du denn so? Na, guck doch mal hier. Der Stöpsel von der Luftmatratze ist auf. Da kommt das Geräusch her. Dann ist das Gespenst in der Luftmatratze. Nein, es gibt kein Gespenst. Die Luftmatratze ist mit Luft gefüllt. Und weil der Stöpsel auf ist, entweicht die Luft. Deshalb ist der Henry auch immer kleiner geworden, weil die Luftmatratze immer platter geworden ist. Ach, das habe ich mir ja gleich gedacht. Na, dann können wir jetzt wieder in Ruhe schlafen gehen. Nein, können wir nicht.
Wir haben ja keine Luft mehr in der Matratze. Na, dann kommt doch mit zu mir ins Bett. Au ja! Gute Nacht! Ob Gespenster wirklich nachts Partys feiern? Und woher wissen die denn eigentlich, dass alle Gäste da sind, wenn doch alle unsichtbar sind? Was meint ihr? Jan? Mauli? Schlafen schon. Dann muss ich sie wohl morgen fragen.